Servus und grüß euch zur Folge 27 vom PC Bildungssimulator bei mir im Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe schon einmal wieder den Tag gewechselt, habe die Kaffeemaschine und den PC-Rechner oder meinen Bürorechner gestartet. Dann werden wir jetzt mal noch kurz die ganzen Waren hier mal annehmen und die lassen wir dabei mal noch stehen hier, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt hier mal ans Werk und ich hoffe, dass wir jetzt hoffentlich mal auf den richtigen PC 3D-Benchmark-Wert bei der Kiste da hinkommen, die wir jetzt hoffentlich einmal die richtige Grafikkarte bestellt haben. Und zwar brauchen wir jetzt eine 390 und zwar dieses Modell hier. Bin mal gespannt, ob die den gehofften 3D-Benchmark-Wert jetzt auch liefert. Da wollen wir jetzt noch mit den passenden Kabeln die Grafikkarte anschließen. Dann können wir na, den gleich mal starten. Dann können wir dem nämlich den Benchmark-Test wieder starten. Und dann schauen wir mal, was denn da so los ist. So, bei dir war der CPU-Defekt. Das heißt, da brauchen wir jetzt die neue. Ach, um Gottes Willen, ich habe vergessen, den Ryzen zu bestellen. Oh, das ist doof. Das muss ich jetzt aber gleich nachholen. So ein Mist. 1700er. Habe ich doch tatsächlich vergessen, den Ryzen zu bestellen. Brauchen wir kein X nicht, sondern den da. Das ist jetzt ärgerlich. Man muss das PC-chen jetzt leider am Tisch bleiben. So, bei dir war es Netzteileffekt, zumindest einmal so anscheinlich einmal. Da habe ich gesagt, wir bestellen einfach das gleiche nochmal nach. Dann bauen wir eben das jetzt ein und dann hoffen wir, dass auch da nicht mehr kaputt ist als wie vorher. Der hier auffällig wollte rote Kabel drin hat haben, das heißt, und dann eben die ganzen Kabelchen, die jetzt drin hat, einmal im PC abstecken, da die sagen. Wir denn da neueste im PC noch was versteckt irgendwo drinnen, schaut nicht so aus. Dann nehmen wir aber rote Kabel. Alles einmal dran geklatscht hier. So, haben wir da noch genau. Sonst wundert man sich wieder, warum der Rechner nicht startet, weil der Schalter vorne nicht funktioniert. Gehen wir der Kiste mit Strom drauf. Das schaut gut aus. Dann haben wir zumindest da schon mal wieder einen Kunden glücklich gemacht, wenn denn sein PC wieder funktioniert. Da haben wir zwei Upgrade-Versionen. Dann da die Sache, fangen wir mit dem einmal an. Für die Photoshop Mindestanforderungen bei dem System geht es jetzt hauptsächlich mal darum, den Speicher aufzurüsten. Ja, der Rest müsste eigentlich hoffentlich dementsprechend gut ausgestattet sein. Nur, dass der Photoshop eben gerne 8 GB RAM hätte. Kommt Photoshop aus für Mindestanforderungen, Strom drauf, PC-Teile, Seitenwand zugeschraubt. So. Gesagt, haben die etwas einfacheren Fälle immer.
Schaut uns da drüben mit unserem Benchmark aus. Das sieht doch sehr gut aus. Dann bearbeiten wir das Gehäuse noch. Schrauben die PCI-Verriegelung zu. Installieren ihm die Seitenwände drauf. So. Schönes Gehäuse, das gefällt mir. Gut, wobei den Bling-Bling brauche ich jetzt persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Den schalten wir jetzt aus, nehmen den zur Hand und können den auch mit hier platzieren. So, bei dir müssen wir 16 GB aufrüsten. Und dann schauen wir mal, was er sonst noch so hat. Und die Grafikkarte gerne austauschen. So, und dann werden wir mal die Clips da öffnen. Dann kriegst du einen Arbeitsspeicher. Und die müssen wir abschließen. In diesen Rechner muss jetzt eine die Gold Edition eine. So, wollte der First irgendwie Kabel, da haben wir grüne drinnen. Dann da haben wir auch wieder grüne Kabel verwenden. Was ist das, dass die Gehäuselüfter da gar nicht angeschlossen haben oder was? Aha. Oder war ich das jetzt? So, dann gehen wir gleich mal her. Stecken wir mal das USB-Stick an. Schauen wir mal. Oder noch nicht drauf. Dann kriegt er das Testprogramm natürlich. Wie ich mir wieder sage. Ein Virenscanner schadet nie am Rechner. Durchführen. Nehmen wir mal den Rechner vom Herrn Influenza. So, dann fangen wir gleich mal an. Hier Influenza. Und irgendwas mit Arktikum. Schauen wir mal. Das geht schon mal wieder nicht. So, zum Entfernen des Netzteiles müssen wir erst einmal wieder alle Kabel mal abschließen. Ich wollte jetzt eigentlich die Abdeckung da mal weggehört haben. Ja, geht eh nicht. Dann schauen wir mal, ob es denn das Netzteil wäre, was ja defekt ist. Mhm. Was beim Influenza dieser ST55F defekt. Schauen wir mal, testweise zumindest einmal probieren. Das haben wir, das war ja nicht das erste Mal, dass wir einfach so das Netzteil tauschen, gell? Und dann ärgert es uns wieder. Haben wir noch einen zweiten Defekt irgendwo.
aus, als wenn sich der CPU-Kühler da mal überhaupt nicht drehen würde. Da ist aber angeschlossen, da ist so. Also, entfernen wir da mal ganz kurz den Arctic Freezer. Benutzt kaputt, naja, dann da haben wir mal den weißen drauf, das wird doch hoffentlich auch in Ordnung sein, oder? Hast du noch ein Problemchen mehr oder was? Kurz mal in Medias Res. Hoffen wir, dass ein Virenscanner diesmal vielleicht mal liegt. Schauen wir mal. Na, schön, wir haben infizierte Dateien auch noch drauf. Das halbert man natürlich und vielleicht funktioniert jetzt dann das Ganze. Jawohl. Dann da das umstellen wir dem noch ein passendes Gehäuse noch mal noch, oder? Ein passenden. Wobei das weiß eigentlich viel besser passt, gell? Und wenn er da nicht meckert, dann da das mal lassen wir das so drinnen. Stellen wir uns einfach wieder normal 550 Watt Netzteil noch. Ist ja alles in Ordnung, so wie es ausschaut. Und den Arctic hat er ja wieder drin, den er denn so gerne haben wollte. So, den schalten wir aus natürlich vorher, bevor wir ihn absteckern. Geben wir uns einmal zum Türchen, platzieren wir den da einmal. Dann haben wir noch den letzten PC da. So, was ist mit dir, mein Schatz? Haben wir auch komplett durch, das ist doch erfreulich. So mögen wir das, gell? PC-Teilchen. Kriegst jetzt da hinten das Ding wieder verschraubt. Dann kriegst du deine schöne Seitenwand wieder drauf. Das ist so schön, alles blinkt und funzelt und alles, gell? Ist es nicht nice? So. Wow, da kommt jetzt wieder Geld rein. Schau dir das an. Wenn ich nicht so doof gewesen wäre, hätte ich die CPU da vergessen. War der auch fertig, gell? Meine, ich sag das. Oh, lüg ich denn? Boah. Also, man kann ja, wenn das nicht hängen darf, gell? Oder sowas, aber der hat da jetzt ein Gehäuse gehabt, wo man das leicht erkannt hätte. Oh, Wahnsinn, hey. Also der kommt aus Staubhausen oder wo kommst denn du her? Puh. Also ich sag, normal geht man mit sowas vor die Tür aus, weil da kriegst du ja sämtliche Zustände in der Werkstatt, wenn das da passiert. So, jetzt haben wir da wieder soweit. Da sind wir auch hier wieder. Erst mal alle Kabel abstecken, der vom Netzteil. So, schauen wir mal. Ha, zwei kaputte Netzteile in einer Saison hin. Beim Daniel ist zumindest jetzt mal das ST60F TI-Defekt.
Das wird jetzt eigentlich selbst, wenn man mit 200 Fuß über Netz selber. Weil das wird die Küsten nicht erziehen. Ja, das wäre doof, das wäre Blödsinn. Da gehen wir jetzt mal her. Gehen wir mal in den Snob. In den Snob-Sob. Gehen wir zu den Netzteilen und bestellen wir mal ein 60 FTI noch. Und dann bestellen wir mal noch ein 550 Watt wieder so noch. Reicht ja auch vollkommen aus, da ist um meinen Freund. Was haben wir denn Neues drin? Mein CPU wird es diesmal nicht vergessen. Wir sind also für den einen Rechner brauchen wir das 60er Netzteil. Und für den anderen Rechner drin brauchen wir den. Und einmal fürs Lager bestellen wir wieder da was noch. Was wollt ihr denn sonst noch bestellen? Gehäuse. Kabel braucht man nicht, Netzteile haben wir bestellt, Festplatten glaube ich haben wir auch da, Grafikkarten habe ich mehr wie zum das passt als die leider mal so, genau so. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die E-Mails rein. Den Schnäppchen brauche ich nicht. So, dann fangen wir mal an beim Herrn Jens Nützlich. Das haben wir jetzt fast alles erledigt, glaube ich, bis auf den mit der kaputten CPU, gell? So, beim Herrn Jens Nützlich. Wasserkühlung. Plus 2344er Benchmark. Für 400 Euronen. So. Was haben wir denn jetzt da alles? Du hast momentan drinnen eine i3 6300. Dann Speicher. Eine mit 2666 MHz. Aktuelle Grafikkarte ist eine GTX 960 Gaming 4G. SLI haben wir natürlich nicht drin. Motherboard ist ein MSI Carbon Gaming Pro Carbon. Und wir haben ein Budget von 400 Öcken. Müssen wir auf einen Target-Score kommen von 2350. Nehmen wir jetzt einfach mal. Wir haben immer nur im Level 10. So. Das Ganze wird zu handeln, als wenn man das untersten Einstieg mit einem i5 6600 updaten. Ob ich nicht noch irgendein i5 auf Lager? Der wäre ausreichend. Den haben wir, das passt. Dann haben wir das schon mal da. Das heißt, der braucht nur einen i5 6600. Den zwicken wir uns vom Lager. Den haben wir immer irgendwo mitbestellt. Das sind nicht einmal gebrauchte. Das passt eh. So. Sehr schön. Dann braucht man im Shop nur bei den Prozessorkühlungen einmal eine Wasserkühlung. Oh, das werden schon mal größere Dinger, gell? Was haben wir denn da? So, dann kann dem Mannequin schon mal geholfen werden. Der kann gleich mal zu mir meinen PC upgraden. Hast du irgendwelche Kabelwünsche oder sowas? Na, so beim PC upgraden. Der Herr Hallöchen, na, der Herr Nützlich ist das, der Herr Nützlich. Du möchtest einen 3D-Benchmark-Wertung von 3937 und du hättest gern 16 GB Arbeitsspeicher. So.
Da können wir mal nachgucken, was wir denn da so brauchen. Was haben wir denn jetzt im Moment drinnen? Oh, das ist ja ziemlich. An Reisen 7. Und 7 8 Core 1700. Speicher aus Ohren drin hat. Mit 2800 MHz. Als Grafikkarte und ein MSI Radeon. RX 470 Gaming 4G. Eine RX 470 Gaming 4G. Kein SLI natürlich. Board haben wir ein Gigabyte GA AB350 Gaming 3. Ein Budget haben wir von 1100 Euro. Dann müssen wir auf einen Target Score kommen von, sagen wir mal, gleich 4000. Und dann gucken wir doch einmal. So, das müsste sich wieder ein paar Grafikkarten erledigen lassen. Und zwar mit einer MSI Radeon RX 480 Gaming 4G. Und du hast einen Team Group T4 Stock 16 GB 2800 MHz. So, okay. Wir gehen jetzt da einer bei den Grafikkarten und suchen uns eine RX 480. Ja. Kriegen wir die noch gar nicht. Haben wir die noch 480? Eine MSI Radeon RX 480 Gaming 4G. Wenn wir jetzt 5 Dollar mehr ausgeben, dann haben wir gleich ein bisschen Werte und alles, dann haben wir auf der sicheren Seite da die Summe, gell? Dann nehmen wir doch gleich die da. So, und bei den Arbeitsspeichern schauen wir mal, ob 16 GB schon haben wir, die kann ich gar nicht aussuchen, sondern 2816 GB. Dark Force Silber, glaube ich, hat er gehabt, oder? Silber, ja. Eine. Die da. Die 2-Mark-Nummer. Nein. Passt. Der kann auch zu mir. So, neu auf Bauch gesucht. Gut, da sehe ich jetzt natürlich nicht, was der drinnen hat. Da müssen wir den auch so annehmen. Da kann ich jetzt nichts machen. Der ist eh da, vom Herrn ausdruckslos. Und jetzt können wir den Rest wieder abkassieren, oder? So. Jetzt da draußen jetzt aber mal ziemlich. Wird es ziemlich leer werden am Gang, würde ich mal sagen, oder? Dafür wird das Konto umso voller. Was ist jetzt mit dir los? Wir haben jetzt, wie viel Rechnung jetzt da steht? 1, 2. Da ist alles leer, gell? Also, den haben wir noch da. Den haben wir noch da. Moment, jetzt warte mal, jetzt müssen wir die neue Mails da mal aussehen, ob ich das wieder übersehen.
Kinderchen, habe ich den schon auch genommen, oder? Habe jetzt ein Portfolio bei mir auch noch. Was waren die Gehäuse? Sehe ich auch gar nicht. Habe ich Gehäuse auf Lager? Ich glaube nicht, gell? Nein, das hätte ja draußen stehen gehabt, das hätte ich mir bestellen müssen. Dann ist das eine Neuannahme, dann habe ich das ganz. Dann habe ich das jetzt übersehen. Also falsch interpretiert, würde ich sagen. Ich habe zwei PCs noch da, genau. So, da brauchen wir einen Neubau. Das heißt, ah ja, wir müssen also einen neuen bauen. Mit Neuware. So, das heißt für uns jetzt, wir brauchen einen, der in Photoshop für den Herrn Mintal. Der muss Photoshop in der empfohlenen Spezifikation ausführen können. So, Photoshop in der empfohlenen Spezifikation. Das heißt, wir brauchen mal 9 GB RAM. 2 GB VRAM. 3 GB Festplatte. Mindestens eine G4500 und eine GTX 960. So, da schauen wir doch jetzt gleich mal schnell, ob denn da das Lager eine 960er neu hergeben würde. Da haben wir nur benutzte, das können wir also vergessen. Gut, dann bestellen wir doch gleich mal noch die Sachen auch im Shop. Beginnend beim Gehäuse. Oh, da brauchen wir jetzt einiges. Damisches hätte ich jetzt mal gesagt. Dann nehmen wir, da haben wir 250 Watt als Teil noch da. Dann nehmen wir von denen eins her. Kabel haben auch egal. Lüfter brauche ich nicht. Festplatte. Festplatte. Nehmen wir einer 250er. So, Grafikkarte braucht man eine GTX 960. Preis sortiert aufsteigend. Mit mindestens 2 GB Speicher. Das ist die gebrauchte, wo wir da haben. Kostet genau das gleiche. Oder den gleichen Dampf, sage ich jetzt mal dahinter. Dann stellen wir mal eine LE 100 ME da, das haben wir da. Die ist so schön grün. Ja, damit Arbeitsspeicher braucht man 9 GB. Tja. Wenn wir es gleich richtig aufrüsten, da die Messung, oder? So, dann haben wir die Hauptplatinen, nehmen wir auch wieder Preis aufsteigend. Da war jetzt auch wieder bei einem ganz einfachen M-Tech Board. Bei den Prozessorkühlungen, da haben wir eh noch nur da. Da nehmen wir jetzt auch nicht unbedingt den günstigsten 4500er oder so, oder? Was kosten denn so die untersten i3s? Der kostet 75 $. Na gut, wenn er nicht mehr braucht, dann nehmen wir doch den. Und bei den Arbeitsspeicher stopfen wir 12 GB ein, oder? In der untersten Kategorie. Das Board kann eh bloß 2000. Maximal 2666. Was warst du damit jetzt in den Warenkorb? Einen von denen bestellen wir jetzt einfach 3 Stück, da die sagen. So, dann haben wir 12 GB Arbeitsspeicher, Board CPU, Grafikkarten, Festplatte und Lüfter nehmen wir von mir, Netzteil haben wir auch von mir, das müsste passen, da die sagen. So, dann haben wir das jetzt alles in die Bestellung eine. Und raus, damit der Rest der von alles unterwegs sei.
Dann können wir den PC bei mir ausschalten. Halt, stopp, jetzt können wir endlich mal noch was machen. Ist noch nicht allzu spät, da die sagen so. Das müsst ihr direkt beim Erkennen, gell, jetzt halt. Nicht mehr lang für Stufe Level 11 dann, hä? Wenn jetzt alles gut läuft, dann haben wir die PCs jetzt auch gleich mal alle wieder draußen. So. Oh, der Kampfjet schaut aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, Bongel, was haben wir denn da alles? Was muss ich denn jetzt da machen? Kannst du da den Kack nur anschauen oder was? Entschuldigung. Da kannst du jetzt nur sehen, wie viel das die bewertet haben müssen. Das ist alles, oder wie? Das ist den Preis jetzt auf alle Fälle mal nicht wert. So, aber jetzt haben wir schon wieder mal ein ganz schönes Plus an Euronen. Also ich glaube, dass wir nächstes Mal jetzt dann... Das kann ich jetzt gleich machen, weil sonst vergiss ich es wieder. Ich kenne mir doch. Aber was wirst du jetzt da brauchen, um deine Werkbank anzupassen? Was wird denn das schon wieder sein? Nein, das bestellen wir dann beim nächsten Mal, diesen Peripherie-Geräteshop und den OCCT, glaube ich, da mal sagen. Aber jetzt da ich mal das schnelle Verkabelungswerkzeug fürs nächste Mal in den Warenkorb rein tun. So, den machen wir aus, bestellen diese Esse. Tja, was machen wir denn jetzt wieder für einen Blick? Machen wir einen Blick auf die Tür oder sowas. In den Feierabend. Gehen wir mal zum Lichtschalter. Knipsen wir mal das Licht aus und verabschieden uns mal in den Tag, in den Feierabend, da das haben wir den wohlverdienten. Also, dann da das haben wir, sehen wir uns zur nächsten Folge hoffentlich bei mir wieder oder natürlich zum anderen Video. Seid ihr gern herzlich eingeladen bei mir im Kanal, auch mal zum Livestream natürlich. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute wünscht euch, euer Maverick.